Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind heute hier im Apollo-Kino, wo die Premiere von Possession, das Dunkle in dir, stattfindet. In Amerika kletterte der Horrorschocker gleich am ersten Einspielwochenende auf Platz 1. Wir sind gespannt, wie er hier bei uns ankommt. Was erwartest du? Viel Spannung. Und viel Angst, auf jeden Fall. Bist du sehr schreckhaft? Ja, ganz, ganz brutal und schlimm. Und meine Freundinnen haben mich überredet, sonst würde ich gar nicht kommen, ehrlich gesagt. Aber ja, die Vorschau war schreckend, einflößend genug. Viel Angst und Schrecken. Aber ich denke, ich mag Horrorfilme eigentlich ganz gut und ich freue mich. Also ist nach langer Zeit, dass man wieder einen Horrorfilm anschaut. Naja, Grusel wäre schon toll. Also ich bin, Horrorfilme gefallen mir so gut und ich würde mich schon gern gruseln, Adolf, das wäre toll. Glaubst du an Übersinnliches? Ja, teilweise, vor allem wenn man so Filme sieht, wo dann drin steht nach einer wahren Begebenheit, ja, das ist dann halt schon nicht so lustig und dann glaubt man schon dran, ja. Es geht auch um Geister, um Übersinnliches. Glaubst du an Übersinnliches? Eigentlich schon, ja. Also danach werde ich sicher eine Woche nicht schlafen können, aber ja, also auf Horrorgeschichten stehe ich schon. Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich bin Technikstudent und nein, das passiert nicht. Nein, also ich nicht. Naja, in unserer Wohnung gibt es schon Geister. In deiner Wohnung gibt es Geister? Ja, glauben wir zumindest manchmal. Hören wir Stimmen oder es kommen unerklärliche Handabdrücke irgendwo hin. Das Böse lauert in der Kiste. Im neuesten US-Horrorschocker Possession, das Dunkle in dir, macht ein Geist einer Familie das Leben zur Hölle. Neben einer dunklen Inszenierung freuen wir uns jetzt auf viele spannende Grusel- und Schockmomente.